In diesem kleinen Video wollen wir nun zeigen, wie jeder selbst eine Insektenwiese anlegen kann. Denn, wie wir hier schon sehr gut sehen, wird immer mehr Boden versiegelt und das nimmt den Insekten ihren benötigten Lebensraum. Die Katholische Hochschulgemeinde in Augsburg hat daher Studierenden einen Teil dieser Rasenfläche zur Verfügung gestellt, dort genau eine solche Insektenwiese anzulegen. Und dafür muss als erstes der Rasen weg. Ja, Sina, jetzt sag doch mal ganz kurz, was du hier genau gerade machst. Wir haben jetzt durch Spaten hier schon Vierecke aus der Grasnarbe rausgestochen. Und weil es nachher beim Abklopfen dann zu nass war, also zu feucht noch die Erde zum Rausbröseln, haben wir jetzt begonnen, die umzudrehen, sodass die Sonne die trocknen kann, bis wir dann mit dem Ausklopfen beginnen. Dass der Boden jetzt ein bisschen sonnig. Okay, das heißt, die werden jetzt umgerührt, die Sonne trocknet die Erde und dann lässt sich die Erde leichter von der Grasnarbe entfernen. Das Gras mitsamt den Wurzeln vollständig zu entfernen ist deshalb so wichtig, weil die heimischen Pflanzen, die wir hier etablieren wollen, könnten sich sonst gegen das Gras nicht durchsetzen. Der Konkurrenzdruck wäre viel zu hoch und das Gras würde auch immer wieder nachwachsen, wenn Teile der Wurzeln im Erdreich verblieben. Die fertig abgetragene Grasnarbe haben wir jetzt hier in die Schubkarre und man sieht hier ein sehr schönes Exemplar, bei dem die Grasnarbe sauber von der Erde getrennt wurde. Das heißt, wir haben noch die ganzen Wurzeln hier über und oben eben die Grasschicht, die man auch von oben sieht. Und so sollte das im Idealfall dann aussehen. Ja, Sina, nachdem wir jetzt die Grasnarbe hier abgetragen haben, magst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was jetzt ansteht? Genau, wir rechen jetzt die Erde so hin, dass wir eine gerade Fläche haben. Wir machen also die Fläche hier plan und ich räche jetzt mal, bis es so ist, dass wir dann ansäen können. Okay, wir haben jetzt den Boden hier plan gerecht. Was ist denn jetzt der nächste Schritt, Sina? Der nächste Schritt ist, wir verteilen jetzt Mehl auf der Oberfläche, sodass wir hier Vierecke haben zum Ansäen, die uns ein bisschen Übersichtlichkeit geben, dass wir dann gleichmäßig die Samen aussäen können. Genau, das machen wir jetzt hier. Nachdem jetzt diese Quadrate aus Mehl hier gezogen wurden, damit man einfach ein bisschen besser den Überblick behält, wo schon ausgesät wurde und wo nicht, geht es jetzt dann auch an den tatsächlichen Aussäprozess. Hierfür haben wir eine Saatmischung aus der Region Augsburg und Umgebung selbst gesammelt. Das fällt alles unter die Handstraußregel und ist somit auch kein Problem. Genau, jetzt einmal ganz kurz, was kommt denn jetzt als nächstes? Der nächste Schritt ist, dass wir uns jetzt eben ein bisschen was von unserem Saatgut nehmen, das auf der Erde verteilen und dann später noch mit der Schaufel einmal drüber fahren, sodass sich die Samen ein bisschen in die Erde einarbeiten und eben ein paar Samen weiter oben liegen, manche weiter unten und nicht direkt vom Wind weggetragen werden. So, Raga, was ist jetzt der wichtigste Schritt, nachdem wir alle Samen ausgesät haben? Genau, also die Samen sind jetzt komplett verteilt. Zu Beginn müssen wir jeden Tag gießen. Das Entscheidende ist hierbei, dass der Oberflächenboden nicht austrocknet. Wenn das nicht möglich sein sollte, ist es auch, gibt es die Option, dass jeder zu Hause sich die kleinen Pflänzchen vorzieht und dann erst ausbringt, wenn sie größer geworden sind. Also jetzt komplett bewässern und das am besten jeden Tag.
und mit so einem Sprühregen, damit wir die Samen nicht mit einem Wasserstrahl dann wegsprühen würden. Seit wir das Saatgut ausgebracht haben, sind nun bereits 2 Monate vergangen und wir sehen bereits einige Pflänzchen, die hier heranwachsen. Die gelbe Pflanze, die wir gerade gesehen haben, ist der Ackersenf. Und das Interessante dabei ist, dass wir den gar nicht in unserer Saatmischung dabei hatten. Das heißt, diese Pflanze wurde über den Wind hier in unsere Insektenwiese eingetragen. Wie genau solch eine Insektenwiese in ein paar Jahren aussehen kann, sehen wir hier am Beispiel der Universität Augsburg, wo vor 3 Jahren dieses Biotop angelegt wurde. Und auch ein Insektenhotel wurde hier aufgestellt. Viele verschiedene heimische Blühpflanzen finden sich hier. Biodiversität schafft Artenvielfalt, ist dabei eine gute Faustregel.